Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die komplette Serienbox von 4 Blocks. Alle weiteren Informationen zu dieser Serie und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zur Serie und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. 4 Blocks, die komplette Serie, das Ganze aus dem Jahr 2017. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Serie. Jawohl, seit 2017 läuft diese Serie und jetzt vor kurzem, Anfang Dezember, erschien dann die komplette Box zu der Serie. Kommt hier in Schwarz und im Querformat. Wir haben hier einen FSK 16 Sticker, also die Serie ist ab 16 Jahren freigegeben. Dann werden wir das Ganze mal aus der Folie holen und uns dann im Detail ansehen. So, gar nicht so einfach, die Folie hier zu durchtrennen. Aber jetzt, so, der 16er verabschiedet sich hiermit. Und das ist dann die Box an sich. Kommt hier in Schwarz und Weiß. Wir lesen hier 4 Blocks, die komplette Serie. Hier unten, immer bei dem Logo von 4 Blocks, auch noch diese arabischen Schriftzeichen. Wenn ich richtig informiert bin, dann heißt das hier 4 Blocks vom Hamadi-Clan. Falls jemand diese arabischen Zeichen lesen kann, dann gerne in die Kommentare schreiben, ob das so auch stimmt. So, auf der Seite lese ich auch nochmal 4 Blocks, die komplette Serie. Dann haben wir hier 6 Discs plus Soundtrack. Hier oben in Schwarz. Hier ebenso. Hier nochmal 4 Blocks, die komplette Serie. Und auf der Unterseite haben wir hier einen Zettel. So, eine Serie, 2 Brüder, 3 Staffeln. 4 Blocks, die komplette Serie. Drogen, Schutzgeld, Glücksspiel, Berlins Unterwelt ist heiß umkämpft und der libanesische Hamadi-Clan eine ihrer wichtigsten Größen. Die Familie herrscht über 4 Blocks in Neukölln, aber das ist nicht genug. Ihr Ziel ist die Kontrolle über ganz Berlin. Das versuchen allerdings nicht nur andere Banden und Clans zu verhindern, sondern auch das LKA. Je größer die Macht der Hamadis wird, desto enger zieht sich die Schlinge um sie. 4 Blocks erhielt 15 Auszeichnungen, darunter der Krimi-Preis, der Deutsche Fernsehpreis in 3 Kategorien und eine goldene Kamera. So, dann haben wir hier die Infos, die technischen Daten, die Extras, die uns hier erwarten, Soundtrack, 32-seitiges Booklet, Schönfließaufzeichnungen, Videotagebuch des Anwalts, Interviews mit den Regisseuren und Autoren, Behind the Scenes, Inside 4 Blocks, eine Dokumentation und ein Army-Feuerzeug. Okay. Beteiligte Barcode. Hier dann nochmal die 3 Brüder des Hamadi-Clans, Abbas, Toni und Latif. Und wir haben hier insgesamt 1140 Minuten. Okay. So, dieser Zettel, der war hier unten dran. Hier unten ist jetzt schwarz. Und dann schauen wir mal rein. Das Ganze lässt sich hier aufklappen. So, als erstes kommt uns hier das Booklet entgegen. Dann haben wir die Box zur Serie, also die Discbox. Und dann haben wir hier noch ein Metallteil und hier dürfte wohl das Feuerzeug drin sein. Hier lesen wir Army, since 1973, also Army dürfte der Hersteller sein. Okay, gut. So sieht die Box von innen aus, also schwarz und hier eben noch dieser Einleger des Feuerzeugs, der ist hier reingeklebt. Ansonsten hier drin alles komplett in schwarz. Und dann starten wir mal mit dem Booklet. Das ist dieses hier, ebenfalls wieder in schwarz und weiß. Hier auch wieder Toni Hamadi, das Familienoberhaupt, zu sehen. Auf der Rückseite die Beteiligten, also die Firmen, die hier mit dabei waren und auch Social Media. Okay. So, hier geht's los. Okay, also wir haben hier so kleine Steckbriefe der einzelnen Mitglieder oder der einzelnen Protagonisten. Einmal Latif, hier in einer kurzen Beschreibung. Dann haben wir natürlich Toni. Könnt ihr euch dann gerne an den Stellen, die euch interessieren, kurz stoppen, das Video und durchlesen. Hier Abbas mit seiner Freundin Eva. So, Kalila, die Frau von Toni. Dann Amara, die Frau von Latif.
So, und hier geht's dann los mit Freunde und Feinde. Also, hier sind Seki und Maruf. Hermann von Schönfließ, also der Anwalt. Dann kommt hier das LKA. Hier haben wir direkt die Leute vom SEK. So, Staffel 1. Okay, und hier ist jetzt nochmal jede Folge einzeln so kurz zusammengefasst, was sich hier so inhaltlich in der einen Folge tut. Also die erste Staffel hat ja 6 Folgen. Die sind hier alle mit dabei. Dann haben wir natürlich Staffel 2. Die Staffel 2 hat insgesamt 7 Folgen. Haben wir hier alle erfasst. Auch hier natürlich wieder die Inhaltsangaben. Und Staffel 3 hat dann auch wieder 6 Folgen. So sieht das aus. So. Jawohl. Gut, was haben wir hier noch? Okay, jetzt kommen noch weitere Darsteller. Also in diesem Fall die Personen hinter den Rollen. Die werden hier nochmal charakterisiert. Was ich sehr spannend finde, okay, jetzt kommen sie doch, ja. Sind weitere Rollen, in diesem Fall er hier, Kutscher oder auch natürlich Vince, die haben mir jetzt noch gefehlt. Wundert mich, dass die hier nicht in den Steckbriefen so auch erfasst wurden, aber hier haben wir dann weitere Rollen, die jetzt, ja, in ein paar Folgen oder in ein paar Staffeln vorkommen, aber jetzt nicht über die gesamte Zeit mit dabei sind. Zum Abschluss nochmal Abbas und der Soundtrack. So, was haben wir hier? 14 Tracks an der Zahl. Und das war's soweit. Okay, soviel zum Booklet. Also ein sehr ausführliches Booklet mit jede Menge Infos. Dann haben wir hier die komplette Serie in dieser kleinen Box. Die komplette Serie. So sieht das aus. So, und auch hier haben wir wieder Seiten. Hier ist er endlich dabei, Vince, mit seinen Freunden, den Hamadis. Das ist hier so eine dicke Seite. Und dann geht es hier direkt los mit Staffel 1. Die erste Disc, Staffel 1, die Folgen 1 bis 4, sind übrigens alles Blu-rays. Dann die Disc 2, Folge 5 bis 6 plus Bonus. Staffel 2, 1 bis 4. Staffel 2, 5 bis 7 plus Bonus. Und dann haben wir Staffel 3, 1 bis 4. Staffel 3, 5 bis 6 plus Bonus. Also wie gesagt, 19 Folgen sind insgesamt auf diese 13 Folgen verteilt. Und zum Abschluss gibt es dann auch noch hier die Soundtrack-CD. Die Discs lassen sich dann immer hier rausnehmen, also diese Seiten sind ja immer so doppelseitig und dann kann man hier in der Mitte dann die Sachen rausholen. Und das ist der Soundtrack. Also hier haben wir auf jeden Fall sehr viele deutsche Rapper vereint. 14 Tracks hier am Start. Gut, so viel zu dieser Edition mit den ganzen Discs drinnen. Und als letztes haben wir dann noch dieses Feuerzeug hier. Kommt hier in so einem silbernen Etui. Ist ja auch noch in Plastik. Hier unten so ein schwarzes Kunststoffbehältnis. Und das ist dann das Feuerzeug. So, so sieht es aus in Schwarz mit silbergrauem 4-Blocks-Schriftzug. Ansonsten hier wirklich alles komplett in Schwarz. Hier lesen wir noch Army 100. Kann man dann hier entsprechend aufmachen und ist wahrscheinlich jetzt nicht befüllt, weil ich glaube, die dürfen befüllt nicht ausgeliefert werden. Also kann man dann auch entsprechend anfüllen und dann hier verwenden und 4 Blocks mit seinem Feuerzeug repräsentieren. Jawohl, das war's soweit. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte Feuerzeug, das kommt hier in dieser silbernen Schatulle. Dann haben wir natürlich die gesamte Serie hier in dieser Box.
3 Staffeln mit 19 Folgen plus Bonusmaterial und der Soundtrack-CD. Dann dieses umfangreiche Booklet hier im Querformat. Sowie natürlich hier noch dieses kleine Zettelchen mit der Inhaltsangabe bzw. der Kurzbeschreibung zu der Serie. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Box. 4 Blocks, die komplette Serie. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von der Serie bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Serie feiert, falls ihr 4 Blocks unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.